Wie geht's Ihnen? Da ist einiges an Kinesio-Tape an Ihren Beinen. Na, also mit dem Fuß, mit dem Knöchel und was meine eigentlich schlimmere Verletzung war, das ist ganz okay, das spüre ich eigentlich nicht, das belastet mich auch nicht. Das ist nur vorbeugend jetzt da eben, ich spüre leicht was im Knie, aber das ist kein Problem jetzt. Zwei Disziplinen heute, 110 Meter Hürden und dann der Diskus. Wie zufrieden waren Sie damit? Ja, wie gesagt, es ist alles ganz okay, es ist alles im Rahmen eigentlich. Das war mein erster Lauf über mehr als drei Hürden. Ich bin im Training davor einmal drei Hürden gelaufen. Für das ist es eigentlich ein guter Einstieg und ich glaube, in den nächsten paar Wochen werde ich mich sicher in der Form, wenn das weitergeht, sicher gut entwickeln. Inwiefern ärgert Sie das Ganze, dass beim Diskus im Training beim Einwerfen deutlich besser gegangen ist? Ja, das war nur schade eigentlich. Der erste Wurf war ganz okay, war Sicherheitswurf auf 39 Meter. Der zweite ist mir ein bisschen zu früh aus der Hand glitten. Beim dritten, den habe ich super erwischt, nur leider war ein bisschen zu flach und dann eben dadurch hat dann die Weite gefehlt. Sie steigen jetzt beim Stab hoch bei 4,46 ein. Wie weit soll es nach oben gehen? Ja, mal schauen. Ich bin bei meinem ersten Wettkampf vorige Woche, wie ich meinen Fuß getestet habe, 4,70 gesprungen. Alles drüber ist super. Dankeschön, alles Gute für den Stab hoch.